Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Video über die neuen Mythic Dungeons von Patch 6.2. Wir sind auf den Testserver gegangen und haben ein paar Mythic Dungeons gemacht und zeigen euch, wie die ablaufen. Mythic Dungeons, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, ist eine neue Schwierigkeitsstufe für ganz normale 5er Dungeons aus Warlords of Draenor. Und anders als die Mythic Dungeons, Mythic Raids, die ihr vielleicht kennt, gibt es keine neuen Taktiken und nichts, sondern es ist einfach so, dass alle Bosse und alle Trash Mobs mehr HP haben und kräftiger reinhauen. Also der alte Käse, nur schwieriger. Ja. So wie Challenge Modes. Nur ohne Time-Beschränkung. Ah, okay. Als Belohnung gibt es 680er Gear von den Bossen und der Endboss hat, wenn ihr Glück habt, ein Stufe 700 Item dabei. Mhm. Also es ist so für Leute ausgelegt, die entweder ein 700er Item haben wollen oder so Item Level 670 haben oder so? Also zum Start würde es ungefähr so laufen, dass Normal Raider die Inis abfarmen, um sich mit Stufe 680 Gear auszurüsten. Und die Heroic Raider gerade werden versuchen, sich noch ein paar Mythic-Teile, weil Stufe 700 entspricht aktuell Schwarzfels-Gießerei Mythic, zu besorgen. Ja. Finde ich ganz cool, dieses so Art Catch-Up-System, dass man nicht alle Raids wieder durchmachen muss, sondern dass es auch mal, auch wenn es jetzt schwieriger ist, mal so Dungeons gibt, wo ich mal Twinks nachequippen kann, damit ich auch quasi Raid fertig bin und nicht erst wieder durch, wenn ich jetzt den neuen Raid machen will, durch BRF wieder 2-3 Wochen erstmal mich equippen muss. Ganz cool. Ja, absolut. Vor allem soll es aber eine große Herausforderung für Leute sein, die gerne in kleinen Gruppen richtig harten Content erleben wollen und aber keine Lust haben auf die Challenge-Modes, die ja gewohntermaßen mit dem Runterscaling ein bisschen anders ablaufen. Das Problem jetzt nur, wir sind testweise zu viert losgezogen, weil wir keine 5 Mann zusammengebracht haben, mitten unter dem Arbeitstag. Und weil wir zu feige waren, Fremde anzusprechen. Es war trotz nur 4 Mann nicht besonders haarig. Nee, also ich habe geheilt da in der Gruppe und ja, es war so quasi wie wenn du mit 630er Gear oder so die Heroes machst. Mhm. Also so wie am Anfang die Heroes waren, so sind sie jetzt mit, also ich hatte Item Level 690 oder so. Was hatten die anderen? Ich weiß nicht, irgendwie auch so 680. Sind alle so, um den Dreh rum. Ja, da war es dann halt so wie, wenn du am Anfang des Contents mit Level-Gear, teilweise gecrafteten Gear, halt die Heroes angegangen bist, war auch nicht super schwer, aber war schon so, du musstest schon die Sachen beachten. Wobei wir jetzt natürlich mit dem fehlenden Mann, also der fehlende Mann hat keinen großen Einfluss, außer dass die Mobs länger leben, weil wir einen Heiler und einen Tank hatten. Aber du hast schon echt gemerkt, dass Nico, der sonst irgendwie alles wegfistet, sich schon ein bisschen ranhalten muss, um das Zeug kaputt zu kriegen. Ja. Vor allem vom Damage her, ein Tank in aktuellem Raid-Gear, solange sie da nicht mehr viel ändern sollte, nach wie vor keine großen Probleme haben. Es ist halt nur so, man muss jetzt wieder verstärkt auf die Sachen achten, die die Mobs machen. Jetzt zum Beispiel diesem Kerlchen hier, der macht ab und zu diesen wilden Schrei, der ist nicht so schön, wenn er durchkommt, den sollte man unterbrechen. Im weiteren Spielverlauf haben wir das aber dann wieder vergessen und wurde es ein bisschen knapp, aber auch nicht besonders schlimm. Also, falls ihr tatsächlich raidet im ferumischen Niveau und da mal reinguckt, werdet ihr wahrscheinlich so schnell keinen Unterschied zwischen Heroic und Mythic bemerken. Ja, ich glaube, wer so Item Level 680 hat mit der 5er-Gruppe, die einigermaßen gut spielt, die one-shottet einfach die Bosse und kann sich, wenn die Gruppe alles richtig macht, wirklich so die wichtigen Sachen beachtet, dann sich da die 700er Items schnappen. Wobei es die auch nur am Wochenende gibt? Nee, das war sonst waren die Time Walker Dungeons. Ah, genau. Bist schon wieder ganz anders. Einmal mit schon Profis. So viel 6-2 Infos. Ja. Was man noch sagen muss zu den Mythic Dungeons, klipp und klar, haben ein Weekly Lockout. Bedeutet, ihr könnt die nur einmal in der Woche machen. Also doch. Genau wie die Time Walker Dungeons. Nein, die Time Walker Dungeons sind ein Event, das nur ab und zu am Wochenende stattfindet. Genau. Mann, Sebastian! Tatsächlich, also könnt ihr die Mythic Dungeons nur einmal in der Woche machen. Da es nur 8 Dungeons in Warlords of Draenor gibt, habt ihr auch nur 8-mal die Chance auf ein Stufe 700 Item. Wäre auch sonst zu lame wahrscheinlich, wenn ich dann die ganzen Dungeons tagelang abfarme und dann komplett Item Level 700 bin. Ja, was man auch wissen muss, wenn man die angehen will, um da reinzukommen, muss man tatsächlich zum Instanzeingang hinlaufen und eine vorgefertigte 5-Mann-Gruppe haben. Der Raid-Browser und der Dungeon-Browser haben da aktuell keinen Einfluss drauf. Das ist quasi wie die Hero-Szenarien damals in MOP. Weil der mehr Spam-Handelschannel. Yay! Den haben wir uns schon immer ganz viel dringend gewünscht. Letztens hat auf Blackhand tatsächlich einer gehandelt. Du was? Der wurde eingeliefert. Im Handelschannel. Ja. Das gibt's ja. Wie so ein total Irrer. Wir hätten uns jetzt sehr gefreut, wenn wir euch schon Stufe 86er gut zeigen wollen würden, aber gibt's noch nicht. Ja. Blöder Testserver, ey. Alles Mist.